Alle Mann an Bord. Das ist die gute Nachricht für Bundestrainer Joachim Löw, der beim Abschlusstraining auch auf die zuletzt angeschlagenen Khedira, Friedrich und Kakao zurückgreifen konnte. Alle drei hatten an Muskelverletzungen laboriert. Für Unruhe im Team sorgte dagegen ein Interview von Philipp Lahm. Der, so sagte er, möchte die Kapitänsbinde nicht einfach wieder zurückgeben nach der WM. Ein Seitenhieb gegen den bisherigen Kapitän Michael Ballack. Philipp führte diese Rolle hervorragend aus. Er hat direkt Verantwortung übernommen, führt die Mannschaft sehr gut und hat auch Spaß an der Rolle. Ich glaube, das ist auch legitim von seiner Seite zu sagen, dass es ihm Spaß bringt, dass er auch gerne weitermachen würde. Am Nachmittag war die DFB-Auswahl am Spielort Durban angekommen. Ein mögliches achtes deutsches WM-Finale vor Augen. Das Selbstbewusstsein ist riesengroß. Die Lahm-Äußerungen bringen die Mannschaft nicht aus dem Konzept. Dass Philipp Lahm die Aussagen gemacht hat, also das stört uns hier überhaupt nicht. Also ich denke, dass der Philipp Lahm das auch so gesagt hat, wie er das auch ehrlicherweise meint. Der Bundestrainer und sein Kapitän im Gleichschritt Richtung WM-Titel.